Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Rune Factory 4 Special. Im letzten Part haben wir hier unsere Lagerkiste endlich erhalten und haben gelernt, Möbel zu platzieren. Aber wir müssen eigentlich noch unsere Belohnung abholen. Denn die Anfrage wurde von Chlorica. Von Elisa. Steht da. Wahrscheinlich wurde Chlorica einen Auftrag gegeben, ne? Wir müssen sie aber immer suchen. Ich hoffe mal, wir finden sie. Nee, noch nicht. Ist sie das da links? Jetzt geht sie gerade raus, ne? Hey, du warst doch die. Wie bitte? Oh, hallo. Miku. Oh ja, genau. Hallo, Miku. Ich weiß deinen Namen das nächste Mal. Versprochen. Also, willkommen. Ich freue mich schon drauf, dir zu dienen. Ja, ich denke, ich habe irgendwas vergessen, was es sein könnte. Was ist denn L und R übrigens? Übrigens? Was bedeutet das? Übrigens! Ich muss mir ein bisschen vorstellen. Ich liebe dich. Alles okay. Aber die Morgensonne scheint so hell. Ich denke, ich habe was wirklich vergessen. Was meinst du denn, was es sein könnte? Das hier. Auf jeden Fall. Okay, du hast die Anfrage abgeschlossen. Okay. Oh, Chlorica scheint als nützlich als Belohnung gegeben zu haben. Mal sehen. Das ist ein Kalender, daran kannst du Geburtstag und Feierlichkeiten nachschlagen. Es gibt auch viele andere Möbelstücke. Ich bin sicher, dass dir jemand welche verkaufen wird, sobald du ein angesehener Prinz bist. Das wär's mal. Viele Grüße, Klo. Das Mädchen ist hoffnungsloser Fall. Du hast eine große Arbeit geleistet. Machen wir morgen damit weiter. Anfrage abgeschlossen. Okay. Das ist mein Kalender. Ja, aufnehmen. Die müssen wir auch natürlich auch erstmal hier reinstellen. Und hier, der Butler will auch noch was von uns. Wo stellen wir den mal hin? Komm, erstmal hier. So. Oder können wir die an die Wand hängen? Aufnehmen? Wir haben ihn einfach da hingeschmissen. Okay. Gut. Er wollte irgendwas. Guten Morgen, Eure Majestät. Füll dich wie zu Hause. Danke vielmals. Ich freue mich sehr, diese Familie wachsen zu sehen. Okay. Ach ja, ich wollte auf Japanisch stellen, ne? Kann ich das jetzt noch? Kann ich die Stimme nur einstellen? Ich gehe mal kurz nochmal speichern, dann machen wir das mal eben schnell. Dann starte ich einfach mal eben das Spiel neu. Genau, Rune Factory 4. Und gehen dann nochmal weiter in den Story-Modus. So, fortfahren. Siehst du mal, die Ladezeiten sind wirklich sehr, sehr kurz. Und wir wollten heute ja ein bisschen nochmal hier rausgehen. Ohio. Naja, jedenfalls, deine Erinnerungen sind in der Kopf, also kann ich dir nicht wirklich helfen, sie hervorzuholen. Aber wenn du solltest das brauchst, sag einfach Bescheid. Bardo, die anderen Leute in der Stadt, sie würden dir bestimmt auch gerne helfen. Und ich auch. Hä? Du musst also das eher als ganz allein mit herumtragen, ja? Gewöhn dich ein, bau dir ein Leben auf und warte, bis deine Erinnerungen von selbst zurückkommen. Okay. So, und natürlich müssen wir jetzt immer uns leer. Nee, nicht das Breitschwert. Claymore ist stärker. Angriff 12, Angriff 5, ja. Und das Schild. Sehr gut. Dann gehen wir mal dahin, wo wir im letzten Part waren. Machen auf Weg nochmal natürlich alles kaputt. Nehmen auch nochmal alles mit, was wir finden. Denn ich will wissen, was hier Phase ist hinter, ne? Ein billiges Tuch. Ach ja, wir haben auch diesen Sprintangriff gelernt, ne? Das darf ich nicht vergessen. So, was haben wir hier? Was bist du? Eine Orange, okay. Unkraut. So. Ne, kein Drop, aber ich glaube, hier sind noch die. Ist der Spawn, ne? Ja, ja. Sehr gut. Wir haben ein bisschen Schaden kassiert, ja. Tut mir auch leid. Wir gehen weiter. Oh, noch mehr Schmetterlinge. Schon wieder Schmetterlinge. Ich frage mich, was da draußen wohl ist. Ih, Ameisen. Die geben keine Drops? Ja, blaues Gras. Was haben wir hier? Eine Rübe.
kann man mitnehmen, ja? So, was ist mit Ruhe? Ich bin schon sehr neugierig, aber erstmal nehmen wir das billige Tuch mit und Medizinkraut. Was haben wir hier? Lederstiefel. Ich muss immer mit Menü noch zurechtfinden. Ups, nein, falsch. Aber hier? Nee. Wo war denn das Ausrüstungsmenü? Nicht hier. Ah, hier unten. Stufe 1 verkaufen, 7 Gold. Fähigkeit Abwehr plus 3. Ja. Man sieht aber keinen Unterschied, ne? Oh mein Gott, diese Motion-Steuerung mit dem Pro-Controller. Sehr gut. Gehen wir weiter. Natürlich sind die Insekten wieder gespawnt. Oh Gott. Ich habe noch einen Heiltrank. Ich könnte ihn benutzen, aber ich weiß nicht, ob wir den jetzt schon benutzen sollten. Wo war denn der? Da. Halten. Einnehmen. Okay. Wie gesagt, da muss ich erstmal zurechtfinden, ne? Ups. Ei. Oh Gott, Alter, das ist ja wirklich schwer. Das haben wir, das Insektenpanzer. Da können wir bestimmt was draus schmieden, ne? Aus den Chitin. Oh. Noch mehr Rübensaat. Ja, so langsam wird das, ne? Wir haben eine konstante Geldquelle, denn wenn die rauskommen eigentlich. Ich weiß nur nicht, ob ich die verkaufen darf. Huch. Was passiert da? Muss ich Angst haben? Schmetterlinge? Was sich da wohl hinter befindet? Anscheinend kann ich hier einen Eintrag in mein Tagebuch bauen. Das sollte ich jetzt tun. Ja, vielleicht eventuell. Eine Option, dann machen wir das mal. Speichern wir hier, ne? Sicherheitshalber. Und wisst ihr, was ich auch noch sicherheitshalber mache? Ich nehme mal einen davon ein. Und wir gehen mal gucken, was hier los ist. So viele Schmetterlinge. Oh, was bist du denn? Ist das eine Schmetterlingspuppe? Sie bewegt sich. Ja, und? Sehr niedlich. Dornen? Sollen wir die angreifen, wie scheint? Ich will die aber nicht angreifen. Ei, 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 ei. Okay. Müssen anscheinend warten, bis die Dornen vorbei sind. Ich verstehe noch nicht ganz. Aua, tut mir doch nicht weh. Hä, die wird immer kleiner? Huch, was bist du denn? Okay, jetzt greift sie uns an. Interessant. Hey, bleib stehen. Au, au, au. Das ist ja cool. Geh doch weg. Ich hab doch B gedrückt. B ist ja Angriff. Oh Mann, ich muss mir das Steuerung noch zurechtfinden. Haben wir irgendwas im Inventar, was wir uns heilen können? LP zu gewinnen. Ja, wir haben noch Rüben. Aber wir haben noch das hier. Nehmen wir davon mal eine ein. Bitte essen wir eine. Oh Gott. Okay, ist sie wütend. Eieieiei. Okay, jetzt kommen wieder Schmetterlinge.
dass ihr... dass sie auch nicht zurückschreckt, ne? Sieh an, wer wieder unter den Lebenden ist. Dir geht's gut? Dieser kostet Behandlung dich 75 Gold. Ach du Kacke, okay. Ich finde aber, wir haben uns das erste Mal gut geschlagen. Mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit viele Kratzer und blaue Flecken zugezogen hast. Vielleicht solltest du mehr Medizin bei dir haben. Du könntest mir mit einem Chemieset alle möglichen Medizin sicher selbst herstellen. Für ein Chemieset brauchst du 1000 Gold, 30 Bauholz und 30 Steineblöcke. Oh, und du benötigst außerdem eine Chemielizenz. Du kannst die Lizenz mit dem Auftragssymbol erwerben. Wie kann ich dir heute helfen? Zeig mal deine Medizin. Ich glaube, ich brauche welche. Wie viel kostet die? Wie viel Geld habe ich eigentlich? Steht das da? 125. Nee, noch kaufe ich nicht. Okay, Leute. Ich würde sagen, bevor wir da irgendwie Bosse oder so erledigen. Ich habe ordentlich kassiert, ne? Sollten wir uns lieber drum kümmern. Schmiss in den Lied der Sonne. Fühl dich wie zu Hause. Danke. Es freut mich sehr, diese Familie wachsen zu sehen. Wer bist du denn? Hi. Oh, hello. Schön, dich kennenzulernen. Ich heiße Miku. Raven. Wohnst du hier? Ja. Bist du ein Reisender, Raven? Nein. Ich habe gehört, dass es hier seltene Erze gibt, also bin ich gekommen, um es zu finden. Oh, verstehe. Ich habe welches. Brauchst du es? Gerne. Ach so, sie verkauft... Wirklich? Einfach so? Billiges Tuch, Pfeilspitze, Fell klein, ja. Mehr kriege ich nicht. Ich würde ja ganz schön mehr Sachen erledigen. Hallo, Miku. Sag Bescheid, wenn dir etwas in meinem Laden gefällt. Es gibt ein paar schicke Dinge, Schokolade zum Beispiel. Die Einfrage ist ja gleich bei mir in deinem Zimmer. Ich frage mich, wie du noch am Leben sein kannst, nachdem du so hoch vom Himmel gefallen bist. Du musst eine Art Zauberer sein oder ein Monster. Oder ein Monster, ja. Das gibt natürlich viel Auswahl, ne? Anfragenkiste in mein Zimmer? Huch. Ich verkaufe Lebensmittel und Schund. Was war das denn gerade? Ja, wir gehen trotzdem mal raus und gehen nochmal ein bisschen trainieren. Einfach mal aus irgendwelchen Gründen. Na, ein bisschen sammeln. Ich weiß noch nicht ganz genau, was wir jetzt nächstes, was wir im Laufe des Tages tun sollen eigentlich, weil ich habe so viel Geld habe ich noch nicht, dass ich da wirklich so viel herstellen könnte. Dementsprechend würde ich einfach Monster kloppen. Weil so weit kommen wir ja auch nicht. Wir müssen sie ja besiegen, ne? Aber noch können wir hier rein. Autsch. Ein billiger Armreif. Vielleicht wäre es ja auch nicht ganz so schlecht, dass man sich auszurüsten, ne? Denn der macht Magieabwehr plus 5. Ein alter, rostiger Armreif wird die Magieabwehr geringfügig. Ja, besser als nichts. So. Autsch, das tat weh. Au. Alter, macht 25 Schaden. Die sind gefährlich. Die sind gefährlich, wenn die in Massen angreifen. Aber man kriegt keine Erfahrung, ne? Irgendwie so. Es ist ja auch eine Idee, erstmal seine Skills überhaupt zu lernen, bevor man sich gegen einen Boss anlegt. Aber ja, es sprach halt sehr viel dafür, dass da ein Boss ist, aber... Moment, was war hier irgendwas? Ja, verwecktes Gras. Einfach mitnehmen. Ich finde es ja nice, dass die Gegner schnell respawnen, ne? Und so halten die Ameisen nun auch nicht aus.
Ah, doch, jetzt schon. Jetzt, wo ich es gerade sage, ne? Kriegen wir dadurch Geld, wenn wir den Gegner besiegen? Scheint so, ne? Bleib doch mal stehen. So, was haben wir hier? Ein Stock. Hey. Du noch. Ach, jetzt, wo man aufladen könnte, ne? Könnte man in der Zeit, wo die, der Boss hier zum Beispiel, seine Schmetterlinge langsam darauf beschwört, auch kurz mal einen Angriffszauber. Naja, das heißt Angriffszauber. Kurz mal eben. Ja. Kurz mal eben aufladen, um da. Aber wie wir die Ärzte noch machen, ich habe noch keine Ahnung. Wir werden das alles herausfinden. Das werden wir alles herausfinden. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Spiel entwickelt. So, ein billiges Tuch. Und zwei Wollis. Das nehme ich gerne, ganz gerne mit, ja. Brauche gar nicht so oft draufhauen. Die gehen ja sehr schnell down. Aber wir sollten uns mal echt mal kümmern, wie wir jetzt mal Sachen craften und so weiter, ne? Wir müssen daraus irgendwas herstellen können, oder können wir das noch nicht? Ah, das ist doch nicht schneller, wie ich gedacht habe. Weißt du völlig was? Nachts wird es ziemlich kalt, oder? Ich denke, ich habe das vergessen. Was meinst du denn, was das sein könnte? Ich habe keine Ahnung. Ich bin auch selber hier noch am herausfinden. Oder können wir das im... Warte mal. Oder können wir das im Menü irgendwie herstellen? Oder... Warte mal. Wir gehen jetzt zur Lagerkiste und lagern erstmal nochmal... Erstmal das ganze Zeug mal ein. Hineinsehen. So. Wir haben so viel eigentlich noch. Dass wir... Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ich davon jetzt nicht mehr... Was ich davon nicht gebrauchen kann. Ich denke mal, verwelktes Gras. Hm, ja. Eventuell nicht so gut. Das werden wir wahrscheinlich brauchen, Medizin herzustellen. Ja, wer hätte das gedacht? Gegengiftgras, rotes Gras, LP plus 120. Ist eigentlich sehr gut, ne? So. Ich würde mal sagen, wir gehen mal testweise mal zum Schmied. Da müssen wir hier runter. War hier drin, ne? Wann hat er denn auf? Oh, ich muss mich an die Zeiten erst gewöhnen. So, am Werktag 9 bis 18 Uhr. Wie spät haben wir es denn? Ja, es ist schon... es ist schon dunkel. Aber wir gehen mal überall mal rein, gucken, wie es aussieht. Das sollten wir vielleicht auch mal machen. Leerstehendes Haus. Okay. Okay, hier ist der Fluss. Da kann man Medizin kaufen. Aber ab wann? 9 bis 18 Uhr. Ja, sollte man vielleicht nachdem man morgens die Farm gemacht hat, vielleicht dann anschließend einmal Läden abklappern und mal kurz gucken, was wir kaufen können. Weil ich meine, so viel Geld haben wir nicht. Eigentlich sollte man mal was verkaufen. Das ist ja auch mal wichtig. Aber ich denke mal, das werden wir dann mit unseren Rüben machen, ne? Wir waren hier noch nicht ganz links. Da möchte ich auch noch mal gerne hin. Oh, Miko, guten Abend. Guten Abend. Du hast dich anscheinend ganz gut an den Umgang mit Waffen gewöhnt. Man sieht es dir gleich an, du bewegst dich jetzt viel selbstbewusster. Was? Nichts, ist alles okay. Ich denke mal, wir nehmen beim nächsten Mal vielleicht jemand mit, wenn wir das den Boss machen können. Ich glaube, wir können die Person mal fragen, ob sie mit uns kommen. Schauen wir mal. Hier ist jetzt nichts. Wie kommen wir denn da? Auf der Karte, seht ihr das? Da ist noch ein Gebiet oben. Wie wir da hinkommen, weiß ich nicht. Wenn du irgendwelche Fragen hast, kannst du dich jederzeit an mich wenden. Nennst du ihn, ich werde unser Bestes geben und dir zu helfen. Danke. Du musst dich nicht mit Formalitäten aufhalten, was uns betrifft. Du kannst uns jederzeit besuchen kommen. Vielen Dank. Ist nicht der Rede wert, also dann bis später. Ich finde es aber nice, wie sie es so hochhalten. Ist wirklich cool. So. Gucken wir nochmal über die Pflichten des Prinzen. Wir haben ja ein paar Punkte. Lizenzen, einfach Aufträge, Lehrling. Oh, wir brauchen 100 Punkte.
Jetzt fragen wir, was unser Prinz sind, die dieses Symbol. Mit der Chemie-Set kann es Medizin aus folgenden Gegenständen gefertigt werden: Pflanzen, Blumen und so weiter. Wenn der Max-RP niedriger sind als benötigen, kein Problem. Alles wird funktionieren. Was? Wie bitte? Ich verstehe nicht gerade. Normal. Mit dem Chemie-Set kann Medizin aus folgenden Gegenständen gefertigt werden. Achso, das sind Fragen, okay. Pflanzen, Blumen und so weiter. Wenn deine maximal Runenpunkte niedriger sind als benötigen AP. Ich würde mal sagen, dann findet keine Fertigung statt. Ja, auf geht's. Sehr gut. Ich habe eine Chemielizenz. Ich kann von Jones ein Chemieset kaufen. Zeit, ein paar Aufträge zu verteilen. Ja, mal gucken, was haben wir noch. Entwicklung. Das würde mich auch mal interessieren. Oh. Wir brauchen dafür Holz. Alles klar. Okay, ich würde mal kein Holz kaufen. Ich würde das halt schon gern farmen gehen, ne? Ein neuer Rucksack. Brauchen wir 500 Punkte nur. Von 30 auf 45, ja. Feste. Entfusselfest. Okay. Ja, da gucken wir mal beim nächsten Mal nochmal nach. Ansonsten würde ich den Party beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und Kommentar da. Und beim nächsten Mal gehen wir nochmal in den Wald. Wir brauchen noch ein paar Materialien. Aber vorher kümmern wir uns noch um die Farm. Und ich weiß noch nicht, wie wir Geld machen. Wir müssen noch auf jeden Fall noch die Rüben verkaufen, würde ich mal sagen. Ansonsten könnt ihr mir ja gerne Tipps, wie ich am Anfang zurecht finde, in die Kommentare schreiben. Das wäre sehr nett. Natürlich mache ich mich auch selber nochmal schlau. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.